Turkish President Tayyip Erdogan suggested on Friday, November 17, that Germany supported Israel out of guilt at the Holocaust, saying that Turkey's lack of historical indebtedness let it speak freely on the Israel-Hamas conflict. "We do not owe anything to Israel," Erdogan said at a joint news conference in Berlin with German Chancellor Olaf Scholz before the two leaders retired for talk. Erdogan's first visit to Germany in 4 years come at a time when both sides need each other. Erdogan, hoping to win back the cities of Ankara and Istanbul at local elections next year, could do with Scholz's backing for modernizing Turkey's customs union with the EU and visa-free EU travel for Turks. Scholz, dealing with a court ruling that blew a 60 billion euro hole in H. Der Nahe und Mittlere Osten ist seit langem eine Region großer Spannung. Weil es unsere Nachbarregion ist, kann das, was dort geschieht, uns nicht gleichgültig sein. Herr Präsident, dass wir zu dem aktuellen Konflikt unterschiedliche, zum Teil sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, ist ja kein Geheimnis. Gerade deshalb sind unsere Gespräche wichtig. Gerade in schwierigen Augenblicken brauchen wir das direkte Gespräch miteinander. Flucht und irreguläre Migration sind ein weiteres zentrales Thema. Uns eint das Ziel, irreguläre Migration zu begrenzen. Die Türkei und die Europäische Union haben im Jahr 2016 eine, wie ich finde, gute Vereinbarung getroffen. Ich setze mich in der Europäischen Union dafür ein, dass diese Vereinbarung fortgesetzt wird. Sie ist zu unser beiderseitigem Nutzen. Und auch über die Frage der Rückführung werden wir sprechen müssen. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holocaust cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok. Seyahatimizde bunları tabii konuşacağız. Ama bütün bunların yanında konuşmamız gereken önemli bir mesele de şu. Bunu nasıl çözeceğiz? İnsani ateşkese acaba Türkiye ne kadar katkıda bulunabilir? Almanya ne kadar katkıda bulunabilir? Bu adımları beraber nasıl atacağız? Burası önemli. Ve buna var mıyız, yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundu. Dedim siz bir taraftan tutun. Bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Ve bu adımı eğer atar. Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht. Es war ein furchtbarer, brutaler Angriff, den die Hamas gemacht hat auf Kinder, auf Ältere, auf Friedensbewegte, auf diejenigen, die sich für eine Aussöhnung zwischen Israel und den Bürgern und Bürgern in Gaza zum Beispiel eingesetzt haben, auf feiernde Jugendliche. Und deshalb kann es auch nicht sein, dass weiter die große Gefahr besteht, dass mit Raketen auf Israel geschossen wird. Und das ist das, was das Selbstverteidigungsrecht ausmacht. Gleichzeitig geht es natürlich darum, jede Chance zu nutzen, die Zahl der zivilen Opfer zu reduzieren und das auch bei allem, was man tut, jeweils zu beachten. Entsprechend soll auch agiert werden. Guten Abend. Guten Abend.